Stufenlose Getriebe sind keine neue Erfindung. Das erste stufenlose Getriebe wurde in diesem DAF 600 Ende der 50er Jahre verbaut. Und heute werden fast alle modernen Motorroller mit diesen sogenannten stufenlosen Getrieben ausgestattet, wie mein kleiner Yamaha Vino. Der Vorteil? Einfach am Gashebel drehen und los. Schauen wir uns das gebräuchlichste CVT an, das stufenlose Zugmittelgetriebe. Bei diesem Getriebe überträgt ein Umschlingungsmittel die Bewegungsenergie vom Antrieb auf den Abtrieb. Durch axiales Verschieben von Kegelscheiben kann an diesem Getriebe die Übersetzung bzw. die Drehzahl stufenlos geändert werden, wie man anhand der roten Markierung sehen kann. Möglich wird dies durch das besagte Verschieben von Kegelscheiben. Wenn die Kegelscheiben weit voneinander entfernt sind, beschreibt das Umschlingungsmittel einen kleinen Radius auf der Kegelfläche. Sind die Kegelscheiben dagegen nah beieinander, folgt es einem großen Radius. Da sich die Länge des Umschlingungsmittels nicht ändert, muss sowohl die Kegelscheibe des Antriebs als auch die Kegelscheibe des Abtriebs bewegt werden. Betrachten wir das Umschlingungsmittel als Schnitt, so können wir die V-Form erkennen. So ist das Verschieben nach oben und unten möglich. Das übliche Umschlingungsmittel für Motorroller sind Keilriemen. Heute sind diese jedoch fast ausschließlich mit einer Innenverzahnung ausgestattet. So ist der Riemen flexibel genug und kann sich damit an die sich verändernden Radien der Kegelscheiben anpassen. Eine andere Möglichkeit sind Schubgliederbänder, die aus einzelnen Stahlelementen bestehen. In den Seiten werden diese mit dünnen Stahlbändern fixiert, sodass ein Verbiegen möglich wird. Sie können für Fahrzeuge mit bis zu 300 PS verwendet werden. Laschenketten bestehen aus Wiegedruckstücken, die ein Wiegegelenk bilden, und aus Laschen, die hier rot dargestellt sind. Die Laschen sind dank des Wiegegelenks beweglich angeordnet. Eine Laschenkette besteht aus zahlreichen Druckstücken und Laschen. So entsteht ein ähnlicher Aufbau, wie er hier dargestellt ist. Wie aber werden eigentlich die Kegelscheiben bewegt? In der Variomatik, die im Motorroller Einsatz findet, übernehmen Fliehkraftrollengewichte das Verschieben einer Kegelscheibe. Sobald der Motorroller fährt, dreht sich die Kegelscheibe, wodurch eine Fliehkraft auf die Rollengewichte wirkt. Mit zunehmender Geschwindigkeit werden die Gewichte deshalb nach außen gedrückt. Setzt man nun eine weitere Scheibe auf, so bewegt sich diese durch ihren Aufbau, wenn die Rollengewichte nach außen gedrückt werden. Durch axiales Blockieren der Scheibe wird dann bei Beschleunigung des Motorrollers die Kegelscheibe mit den Rollengewichten axial verschoben. Bei Pkw reicht diese Technik meist nicht mehr aus. Hier wird die Losscheibe über die hohlgebohrte Welle durch den sich verändernden Öldruck axial bewegt. Der Öldruck wird dabei von einer Ölpumpe gesteuert.